Servus Leute, die große Frage, wann ist Vibe, Schrägstrich, wann kommt Arena? Der jetzige Vibe ist genau 6 Monate alt und ja, es wird wieder Zeit. Der 6-Monats-Zyklus bei den letzten Vibes war ja immer recht vorhersehbar. Diesmal läuft es, glaube ich, ein bisschen anders und es schwirren einige Theorien rum. Es gibt keine gesicherten Informationen und ich will euch einfach mal meine Einschätzung geben, wann ich den Vibe erwarte und was es für Szenarien gibt, wie das ablaufen kann. Viel Spaß mit dem Video. Schauen wir als erstes mal, was angekündigt wurde zum Thema Patches und Content, der so kommen soll. Und da gibt es als erstes den Roadmap-Tweet vom 28. April. Hier, 28. April. Und da wurden Technical Updates und Content Updates angekündigt. Natürlich ohne Zeitangabe. Das war nach dem Podcast. Da hat Nikita viel angekündigt. Also, was alles kommt und dass sie das Game neu schreiben und so. Das steht hier auch zum Teil drauf. Und da steht erstmal das Update 13.05, das ist schon durch, da wurden wegen Flashlight-Bug und sowas, das ist vor ein paar Wochen gekommen. Sie haben eigentlich gesagt, es sollte im Mai kommen, es ist dann glaube ich jetzt im Anfang, Mitte Juni gekommen, ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube Anfang Juni. Und dann Transition Unity 2021, das ist ein Engine-Update. Letzten Endes, als Spieler ist das gar nicht so interessant, sondern eher für Entwickler, weil die neue Tools dann bekommen, so sehe ich das. Und dann die Updates umzusetzen. Und dann das Update 13.1.0, das ist ein wirklich interessantes Update. Fundamental Changes to the Architecture of Display and Synchronization. Grob gesagt, Netcode, Performance und alles Mögliche wird da von Grund auf neu gecodet. Und dieses Update, da kommen wir gleich noch drauf, ist jetzt auf dem Testserver, haben sie vor ein paar Tagen angekündigt. Und sollte auch schon im Mai kommen, gekommen ist es immer noch nicht. Oder Ende Mai sollte es kommen, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und dann das Content-Update, Streets of Tarkov-Erweiterung und alles Mögliche, was da an Content kommen soll, könnt ihr hier auf dem Roadmap-Tweet nochmal nachlesen. Und eigentlich habe ich ursprünglich gedacht, okay, 14.0, das wird der nächste Vibe. Aber umso länger sich das hingezogen hat mit diesen Updates und da das jetzt auch erst getestet wird und sowas, habe ich inzwischen eine andere Theorie. Also ich dachte erst, Ende Juni kommt dann 14.00, wo ich das Roadmap-Update gesehen habe und das ist dann der Content. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders durch diese ganzen Verzögerungen und es gibt ja auch hier die Chronicles of Rizzi-Folgen, die ja auch noch nicht durch sind, also die Story-Videos. Da kamen bis jetzt 2 oder 3 Stück und auch ein paar Events dementsprechend. Und inzwischen glaube ich, wenn wir das Update 13.1 kriegen, kommt gleichzeitig, also kommt es auf die Live-Server und dann gibt es einen Vibe gleichzeitig damit. Der eigentliche Content für diesen Vibe wird Arena sein. Über Arena sagen sie hier gar nichts, da halten sie sich komplett bedeckt. Aber ich gehe davon aus, dieses Update schafft auch erstmal die technische Voraussetzung, überhaupt Arena mit Tarkov verknüpfen zu können. Und deshalb wird, glaube ich, beim nächsten Vibe wird hier 13.1 wird gewiped. Und 14.00 wird erst der nächste Vibe sein, also mit der Streets-Erweiterung und sowas. Sie haben auch gesagt, vor Release, also bevor Tarkov aus der Beta kommt, ist kommt bloß noch eine Streets-Erweiterung. Also es würde Sinn machen, dass jetzt im Winter-Vibe nochmal hier da Streets of Tarkov erweitern und dann im nächsten Jahr ist dann der Vibe drauf, ist dann der Release-Vibe. Aber das ist reine Spekulation. Das Gefühl habe ich im Moment, aber das kann sich auch gerne nochmal ändern, je nachdem, wie die Delays aussehen und so. Wie gesagt, das hier wird dann eher so der Winter-Vibe und dieses Technical Update, das jetzt schon auf dem ETS-Server ist und getestet wird, bei dem der Netcode neu gemacht wird, Performance und alles Mögliche, was hier so steht, dass das kommt und Arena der eigentliche Content für den Vibe ist. Ich habe ja eigentlich angenommen, dass Arena und Vibe immer versetzt kommen, weil Arena wird ja auch Seasons haben. Eine Arena-Season zu beginnen würde nicht Sinn machen, gleichzeitig mit einem Vibe, aber wenn man Arena gleichzeitig mit diesem Update hier released, Seasons beginnen für gewöhnlich bei so Ranked-Spielen ja nicht direkt mit Release. Das sieht man jetzt bei Diablo 4 zum Beispiel. Ist jetzt keine Ranked-Season, aber es ist eine Season. Und man bringt das Spiel raus und dann wartet man 2-3 Monate und dann startet die Season. Deshalb würde es Sinn machen, Arena mit 13.1 zu bringen und dann 3 Monate zu warten und in der Mitte vom Vibe dann die Arena-Season zu starten und dann in der Zukunft würde es immer versetzt laufen. Vibe, Arena-Season-Start, Vibe, Arena-Season-Start, Schrägstrich, Ende und so weiter. Dann würde sich das nicht so überschneiden und würde Sinn machen vom Timing her. Und warum weiß ich 13.1 auf dem ETS? Haben sie getweetet am 27. Juni. Currently testing patch 13.1 Functionality und dies das auf dem Early Test Server. Ich habe da Zugang, ich darf da nicht drüber reden. Ich habe den Patch auch noch nicht gespielt. Also von daher kann ich da auch nichts zu sagen und ich werde dazu auch nichts sagen. Über den Test Server darf man nicht reden. Aber es ist natürlich klar hier durch die Roadmap, was in etwa drin ist. Das ist ja öffentlich zugänglich. Und
Wie gesagt, ich habe es mir auch noch nicht weiter angeschaut. Ich orientiere mich hier auch bloß an dieser Roadmap, über das, was ich gerade rede, um einfach nicht Gefahr zu laufen auf meinem Stream oder so, mich zu verplappern. Von daher, ich werde da genauso überrascht wie ihr, weil Early Test Server darf man ja auch leider nicht streamen. Dann kommen wir noch zu einer Sache, und zwar die nächste Folge Rizzy, also hier Chronicles of Rizzy. Und da gibt es einen Hinweis hier, der Dimitri, der OG Dimit, ist der Public Relations Manager von BSG, der oberste oder einer der oberen, bin mir da nicht ganz sicher. Er hat ein Bild gepostet, sieht so aus, als wäre das wieder von einem Dreh, was das genau ist, keine Ahnung. Aber wenn wir mal auf seinen Twitter schauen, also er hat das hier als letztes gepostet, vor 20 Stunden, wenn ich das hier aufnehme. Und er hat auch hier, scroll mal ein bisschen runter, hier, do you like to cook? Er spielt nämlich mit in diesen Chronicles of Rizzy, und diese Küche ist die von der letzten Folge, die dann verwendet wurde, wo gedreht wurde. Und am 20. Mal sehen, was steht hier. 22. Mai hat er es getweetet, und am 9. Juni kam dann die nächste Rizzy-Folge. Also ich weiß nicht, ob man da von der Zeit her schätzen kann, aber auf jeden Fall, er hat wieder was von einem Dreh getweetet. Und das heißt, in den nächsten Tagen oder in den nächsten ein, zwei Wochen können wir die nächste Rizzy-Folge erwarten. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht, weil es gibt jetzt 3 von der Season 2, und bei der letzten Season, bei Season 1, gab es 6 Folgen, und ich gehe davon aus, wenn diese 6 Folgen bei Season 2 rum sind, kommt 13.1 und Arena Release, und kommt das alles zusammen. Das ist meine Theorie. Natürlich gibt es keine gesicherten Informationen. Es gab auch schon sehr oft die Vermutung, dass jetzt einfach nach 6 Monaten gewiped wird, was nicht der Fall ist, was ich denke. Ich denke, es wird noch 2 bis 4 Wochen dauern, bis dann wirklich Update 13.1 kommt, Wipe damit kommt, und ich gehe davon aus, dass dann auch Arena kommt. Das ist aber meine Theorie, meine Spekulation. Es kann auch noch sein, dass es ein bisschen länger dauert und sie machen dann wirklich Content-Update 14.0, und das kommt dann auch noch raus, also direkt nach dem Technical-Update kann auch sein, und Arena lässt sich noch ein bisschen Zeit. Aber meine Haupttheorie ist im Moment, Arena ist der Content für Patch 013.1, und ist auf jeden Fall einiges, auf das wir uns freuen können. Also auch dieses Content-Update wäre ein Riesending, Streets-Erweiterung, und ne, könnt euch ja alles durchlesen, was da drin ist. Und ich freue mich auf jeden Fall richtig. Und der aktuelle Vibe zieht sich auch gar nicht so schlimm wie die letzten Vibes. Das liegt, glaube ich, an Streets of Tarkov. Von daher, ich kann noch ein bisschen warten. Ich kann euch bloß empfehlen, hypt euch nicht zu sehr, dass jetzt die nächsten Tage Vibe ist oder so, sondern lasst euch eher überraschen. Das ist die bessere Variante. Und auf jeden Fall Arena und hier das Content-Update und dann in der Zukunft der Tarkov-Release. Wir können uns noch auf einiges freuen, und auch hier, dass jetzt alles neu coden, sagt mir, wir können uns noch auf sehr viel mehr freuen bei Tarkov. Sie haben auch schon drüber gesprochen, über die DLCs, und dass es neue Maps geben wird nach Release und sowas. Also sie planen auf jeden Fall hier Jahre in die Zukunft und noch einiges, auf das wir uns freuen können. Aber ja, Vibe in 2 bis 4 Wochen mit Arena, das ist mein heißer Tipp. Und meine Theorie zum aktuellen Geschehen und wann der Vibe ist, / wann Arena kommt. Das war meine Einschätzung zum Thema Vibe, / Arena, wann das Ganze passieren soll. Wie gesagt, es gibt keine gesicherten Informationen. Ist von meiner Seite Spekulation, basierend auf meinen Erfahrungswerten und so, wie ich das Ganze einschätze, wie man da BSG einschätzen kann, wie es mit Zeitangaben ist. Und ja, lasst euch nicht, hypt euch nicht zu arg und lasst euch eher überraschen, das ist mein Tipp. Aber wir schauen mal, was kommt. Ich kann mich auch irren, und es kann die nächsten Tage schon Vibe sein. Es kann sich vielleicht schon was geändert haben, wenn ihr dieses Video seht, dass es vielleicht schon ein neues Event gibt, vielleicht die Rizzy-Folge. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht wissen. Ich nehme das jetzt gerade am Donnerstagnachmittag auf, und ihr seht es ab Freitag. Und ja, vielleicht hat sich da schon was geändert, und ich hoffe, dass mein Video dann trotzdem noch aktuell ist. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Würde mich freuen, wenn ihr mal ein Follow da lasst. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.